Ukrainische Rennvelofahrer und Fahrerinnen drehen in verschiedenfarbigen Trikots eine Runde nach der anderen im Velodrom zu Grenchen. Ein paar von ihnen haben ein Trikot mit einem Schweizer Kreuz an. Für die Sportler und Sportlerinnen ist das Velofahren das beste Mittel, ihre Gedanken an Krieg zu überwinden. Ja klar, für uns ist der Sport die beste Therapie. Seit der Ankunft in der Schweiz haben die ukrainischen Rennvelofahrer und Fahrerinnen eine neue Routine gefunden. Wir gehen in die Schule. In unserem Fall ist es eine Sprachschule. Wir gehen auch ins Training. Entweder hier im Velodrom oder auf der Straße. Einfach einen normalen Alltag, wie es andere Leute hier haben. Die Rennvelofahrer und Fahrerinnen sind selbstständig und fahren mit dem ÖV von Macklingen ins Training. Gerade nach dem Ausbruch des Krieges ist Swiss Cycling zusammengesessen und hat sich überlegt, was man machen könnte. Anderen Athleten zu helfen, ist für den Direktor Albers wichtiger, als olympische Medaillen zu gewinnen. Das ist schon nochmal ein anderer Punkt, wenn man sagt, ja, ich könnte jemanden aufnehmen und ich würde gerne helfen, um dann wirklich auch bei uns intern. Wir haben ein paar Leute zusammengetrommelt, die bereit waren, innerhalb von ein paar Stunden eigentlich loszufahren. Und so wirklich sagen, oh, jetzt gehen wir wirklich. Und jetzt haben wir nicht eine kopflose Aktion, wo wir irgendetwas überstürzen und nicht überlegt ist. Und gleichwohl, aber man muss es einfach schlussendlich auch machen. Der Trainer von der Schweizer Bahnmannschaft der Männer hat angeboten, sie zu trainieren. Das ist eine belle Experience. Das ist eine schöne Erfahrung, zusammen die Leidenschaft für das Velofahren wieder zu finden, trotz der Umstände. Ich finde es wirklich sehr schön, ein bisschen Zeit zu vergessen und im Velodrom zusammenzukommen. Die Rennvelosportler und Sportlerinnen sind alle alleine in der Schweiz. Der Leonid Fomenko schreibt regelmässig seinen Brüdern und seiner Mutter auf Deutschland. Die Katerina Badiak kontaktiert jeden Tag ihre Familie in Kiew. Ja, wir haben Kontakt mit unseren Familien. Wir kommunizieren über Messenger. Aber andere Familien haben keinen Kontakt miteinander. Die schlechte Situation in der Ukraine erschwert die Kommunikation und viele Familien sind in ihren Unterschlüpfen und kommen nicht zu Informationen über ihre Eltern oder Kinder. Wenn sich die Situation nicht ändert, kann sich der Michael Boucher vorstellen, dass die besten Rennvelofahrer und Fahrerinnen mit dem Schweizer Team zusammenarbeiten können. So können sie sich auf die Junioren-Europameisterschaften im Juli in Portugal vorbereiten.